sehe ich hier einen Plan. Wenn man aber dieses Tablet drüber bewegt, werden plötzlich die Objekte zum Leben erweckt. Das ist korrekt. Wir haben das so programmiert, dass man eben alleine, wenn man sich den Plan anschaut, durch eine 3D-Visualisierung diese Objekte dann virtuell auch richtig schön sehen kann. There is augmented reality app and everybody can see it from the perspective. They can come in and see it up close or they can zoom out, pull the tablet higher and they can see the whole situation from afar. There is also a button where they can see the description, what is where. It's very intuitively, and because usually when you come to a plan, you see a plan and you don't imagine much there behind it. Yeah. And so with this app, you can actually see what was standing there. Herr Professor Neubauer, Wissenschaftler des Jahres 2015. Aber ich glaube, dahinter standen ja viele Visionen und sicher auch Platz für einen Dias. Ja, es sind tolle Dinge, die wir uns vorgestellt haben, die Wirklichkeit geworden sind, und da sind wir wirklich sehr froh darüber und auch natürlich sehr stolz drauf, dass wir das geschafft haben mit Unterstützung der Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft dermaßen schnell mit einem großen Team international vorne mitzuspielen, und ich glaube, das ist einzigartig, auch für Österreich. Sie haben ja völlig neue Methoden entwickelt, Archäologie sichtbar, spürbar, erlebbar und medial vermittelbar zu machen. Ja, es ist uns ganz wichtig, dass wir die Dinge, die unsichtbar im Boden verborgen sind, sichtbar machen. Natürlich im ersten Ziel für die archäologische Forschung, aber im zweiten auch für die Raumplanung, wo Konflikte herrschen mit dem archäologischen Erbe, dass das bewahrt werden kann, ohne dass es zu großen Notgrabungen kommen muss. Und ich glaube, das ist etwas, was auch ganz wichtig ist, dass diese Archäologie die Menschen interessiert, dass sie auch in ihrer Freizeit sich Zeit nehmen, um sich mit ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen. Und wir freuen uns immer ganz besonders, wenn wir es auch schaffen, das so aufzubereiten, dass Familien und Kinder hier daran Spaß haben und ihren Forschergeist irgendwie geweckt kriegen. Ein wichtiges Projekt des Instituts war ja Canuntum. Was wurden hier für Verfahren angewendet? Im Prinzip sämtliche Prospektionsverfahren, die wir am Institut weiterentwickeln und anwenden. Das ist die Fernerkundung, Laserscanning aus der Luft, Luftbildfotografie, Hyperspektralscanning von Flugzeugen aus und dann am Boden Bodenradarmessungen, großflächige Magnetometermessungen und auch elektromagnetische Messungen. Wenn ich mir hier dieses virtuelle Schichtmodell ansehe, wie darf ich das interpretieren? Wir haben, wenn wir Bodenradarmessungen mit diesen motorisierten 16-Kanal-Systemen in Canuntum durchführen, erhalten wir ein dreidimensionales Datenvolumen. Das kann man von oben nach unten in dünne, 5 cm dicke Scheiben schneiden. Und ganz unten sehen wir eine Animation von diesen Scheiben, von der Oberfläche bis in den Boden hinein. In 2 Meter Tiefe kommen wir hier. Und darüber, diese Glasplatten, zeigen die Interpretation der unterschiedlichen Tiefenschichten. Und in den unterschiedlichen Schichten sehen wir unterschiedliche Strukturen, Fundamentreste von Mauern. Und was hier bei diesem Fall der Gladiatorenschule, die Entdeckung der Gladiatorenschule in Canuntum, besonders auffällig war, wir haben ein trapezförmiges Gebäude und mittendrin im Innenhof kreisförmige Strukturen. Und damit hat man natürlich eine gute Grundlage für 3D-Modelle. Für die 3D-Modelle, und das hat dazu überhaupt erst geführt, dass man auf die Idee kam, es könnte sich um eine Gladiatorenschule handeln. Die Interpretation ist, dass diese kreisförmigen Strukturen eine Trainingsarena darstellen und dass diese Gebäude mit dünnen Zellentrakten, wo wir teilweise die einzelnen Zellen sehen können, diese Gladiatoren beherbergt haben. Wir haben Hallenbauten, wo die Gladiatoren im Winter trainiert haben könnten. Aber solche Daten hier sind sehr schwierig der Allgemeinheit zu vermitteln oder denjenigen, die unsere Arbeit finanzieren. Aber wir stehen jetzt hier zum Beispiel vor einer Visualisierung, wenn Sie die vielleicht ganz kurz für die Kamera erklären und das vielleicht in Korrelation bringen mit den erhobenen Daten. Da sehen wir jetzt eine virtuelle Rekonstruktion von Spezialisten unseres Partners Seven Reasons angefertigt. Und das ist jetzt nicht einfach nur eine erfundene Darstellung, wie es ausgesehen haben könnte, sondern da fließt die besten archäologischen Kenntnisse von bekannten, noch bestehenden, zum Beispiel römischen Gebäuden ein, die die Dachneigung uns vorgeben, wie die Ziegel ausgesehen haben könnten. Natürlich wissen wir nicht genau, wo die Fenster saßen.
Aber wir wissen beispielsweise, dass dieses Gebäude hier mehrere Stockwerke hatte. Wir sehen nämlich diese Stützpfeiler. Und die Stützpfeiler sind auch in den Radardaten ganz deutlich sichtbar. Wir sehen, wo die Wasserleitungen waren, wo wir den Badetrakt hatten. Wir sehen, wo die Zellentrakte waren. Teilweise sind Treppenstrukturen in den Daten erkennbar, die andeuten, dass es mehrere Stockwerke gab. Und wir sehen in unseren Daten diese Trainingsarena. Und ein ganz wichtiges Element war, dass wir in der Mitte ein Pfostenloch in den Daten sehen, in dem dieser sogenannte Pallus errichtet war. Das ist ein Pfahl, an dem die Gladiatoren trainiert hatten. Der Wissenschaftler des Jahres 2015 kommt von einem Boltzmann-Institut. Eine Riesenfreude. Wir freuen uns, in der Boltzmann-Gesellschaft mit Professor Neubauer einen Mann zu haben, der in der Archäologie ganz neue Trends setzt und nicht unverdient zum Wissenschaftler des Jahres wurde. Nicht durch uns ausgewählt, sondern durch unabhängige Journalisten, eine Jury. Und das freut uns, weil wir als Boltzmann-Gesellschaft haben wollen, dass wir die Rahmenbedingungen organisieren, das Geld aufstellen für unsere Wissenschaftler, für unsere Institute, um ihnen Freiraum zur Forschung zu geben. Er hat sie perfekt genützt und hat tolle Visionen umgesetzt und wir freuen uns sehr mit ihm. Das zeigt ja aber auch, dass die Strategien der letzten Jahrzehnte, kann man fast sagen, der richtige Weg sind. Absolut. Wenn man sich vorstellt, dass die Boltzmann-Gesellschaft über 100 Institute gezählt hat, heute eingedampft auf 21 mit klarer Schwerpunktsetzung, tolle Teams geformt, Spitzenwissenschaftler geholt, weniger ist oft mehr, mit über 500 Mitarbeitern, aber doch konzentriert auf wichtige Forschungszentren. Und diese Philosophie ist voll aufgegangen und wir können heute stolz darauf sein, von der Krebsforschung über die Friedensforschung, über sozialwissenschaftliche Forschung bis hin zur Archäologie wirklich in Österreich Topspitze zu sein und weit darüber hinaus auszustreuen. Archäologie als Virtual Reality, das, was diese Brille vermittelt, zeigt der Bildschirm. Ja, genau. Also was man vor allem durch die Brille sehr gut erkennen kann, sind die Proportionen, die wirklichen Größen von diesen Steinen. Weil durch diese Brille bekommt man eigentlich zwei Bilder, die voneinander leicht versetzt sind. Dieser Versatz bewirkt eine optische Täuschung eigentlich. Und durch diese Täuschung erscheint alles sehr dreidimensional. Aber es sind reale Daten, die diesen Abbildungen zugrunde liegen. Genau, also vieles davon sind Scans oder leider Data, also von Flugzeugen aufgenommen, die dann natürlich in reduzierter Form in einem Spiel oder in einer Anwendung wie dieser verwendet werden können. Flugobjekte der unterschiedlichsten Art sind ja heute Teil der wissenschaftlichen Arbeit. Genau, also jetzt wird es um einiges einfacher, die Luft zu erkunden mit den neuen Technologien, die wir jetzt zur Verfügung haben. Also man sieht da im Hintergrund zwei verschiedene Modelle, von der Größenordnung, ja, zwei verschiedene anspruchsvolle Modelle, die halt verstärkt jetzt in letzter Zeit in fotogrammetrischer Arbeit eingesetzt werden. Das heißt, es werden Bilder aus der Luft gemacht und wir verwenden speziell diese Bilder, um daraus 3D-Modelle zu berechnen. Was ist der Unterschied zwischen, sage ich jetzt einmal, normalen Flugdrohnen und Ihren Spezialdrohnen? Die Spezialdrohnen, die in der Archäologie im Einsatz sind, sind eben mit GPS, mit diversen Tracking-Systemen ausgestattet oder verschiedenen Kamerasystemen, die es erlauben, mehr zu sehen als mit einem normalen Kamerabild. Was wir normalerweise machen aus dem Luft ist Luftbild, so ganz normale Fotografie. Damit sehen wir Änderungen im Bewuchs und die Änderungen reflektieren oft, dass sich in den Grund bewegt. So, das heißt nicht, dass wir in den Boden sehen können, aber was wir sehen, ist indirekt vielleicht ein Zeichen, dass sich etwas im Boden steckt. Es gibt auch noch eine Fotografie auf Steroids, wie man sagt. Das ist Hyperspectral Sensing. So, das ist nicht Fotografie mit drei Bändern, aber mit hunderte oder tausende Kanäle. Damit können wir das Gleiche als mit Fotografie, nur viel genauer. So, wir können extrem genaue, kleine Bewuchsunterschiede sichtbar machen und damit auch schauen, wo sich Archäologie vielleicht im Boden befindet. Welche Sensing-Systeme setzen Sie hier ein? Fotografie, hyperspektral und auch Laserscanning. Laserscanning wird extrem viel gemacht. Und mit Laserscanning, das Tolle damit ist, dass man wirklich das Bewuchs wegfiltern kann, sodass wir zum Beispiel auch schauen können, was sich in einem Wald befindet, sodass wir digital die Bäume wegfiltern können.
klassische Flugzeuge, wie auch eingesetzt von Ihrem Partner Airborne Technology, haben ja den Vorteil, dass Sie in kurzer Zeit große Flächen erfassen können. Genau, genau. So, wir fliegen mit Drohnen, aber diese Flugzeuge können natürlich hunderte Quadratkilometer abfliegen, was wir mit einer Drohne nicht können. Und weil Airborne Technology ein von unseren Partnern ist, können sie direkt eingesetzt werden, wenn wir einen Flug brauchen. So zum Beispiel, das Bewuchs ist jetzt in einem Zustand, das uns wirklich erlaubt, Archäologie zu sehen, können wir sagen, okay, wir brauchen jetzt einen Flug und dann kann dem Flug geflogen werden. Sie setzen ja dann auch Bodenfahrzeuge ein, Traktoren, andere Zuggeräte, die ja meist Radarsysteme dann bewegen. Genau, das sind meistens Radarsysteme und Magnetsysteme. Und die können dann wirklich, wie Sie sagen, auch in den Boden schauen. So was wir aus der Luft machen, damit können wir nicht in den Boden schauen. Mit diesen Radarsystemen und Magnetsystemen fahren wir wirklich über den Boden und können wir bis ab, das hängt vom Boden ab, aber 2 bis 4 Meter tief in den Boden schauen und wirklich, wirklich sehen, was im Boden steckt. Wir haben hier einen kleinen 3D-Drucker, mit dem wir seit ungefähr 2 Jahren kleine Objekte ausdrucken können, also Repliken von entweder archäologischen Funden oder eben diese Boltzmann-Büste, die das Original steht in der Universität, im Hof der Universität, wurde von einem Kollegen eingescannt und ich habe jetzt eine Serie von kleinen Repliken mit diesem Drucker hier gemacht. Wie wichtig sind solche modernen Methoden für eine Wissenschaft wie die Archäologie heute? Naja, also die meisten Kollegen von uns arbeiten ja vor allem im virtuellen Bereich, das heißt, wir sehen die Sachen nur am Bildschirm. Aber wenn wir so etwas wieder angreifen wollen oder auch in die Hand nehmen wollen, also das wird jetzt auch Keramikfunde, wir können Töpfe oder Heferln können wir auch damit wieder ausdrucken und es ist natürlich wesentlich einfacher, so ein Replikat irgendwo durch die Hände kreisen zu lassen als ein Originalstück. Also ich finde auch, das ist eine sehr, sehr nette und interessante Entwicklung, dass wir hier mit relativ geringem Aufwand auch solche Objekte wieder herstellen können. Ja, ich glaube, als Geschäftsführer in der Boltzmann-Gesellschaft kann man bei so einem Anlass ein wenig stolz sein. Das freut mich natürlich sehr und dass wir hier auch die Möglichkeit natürlich haben, die Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft zu präsentieren, in all ihren Facetten, natürlich insbesondere die Arbeiten von Wolfgang Neubauer. Ich meine, es ist natürlich jetzt ein individueller Erfolg, aber ich glaube, dahinter steht schon auch eine Strukturarbeit. Ja, es hat doch einiges an Arbeit bedurft, um hier zu landen. Wir haben eine massive Restrukturierung natürlich in den letzten Jahren vorgenommen und ganz gezielt neue Institute ausgewählt mit einer Vorstellung, wo wir hinwollen, nämlich hier ausgezeichnete Wissenschaftler mit Partnern zu vernetzen, um hier Forschung zu betreiben, die gesellschaftlich relevant ist. Es gibt ja auch neue Projektideen, die in Europa Vorreiterrolle haben. Ich sage jetzt mal Stichwort Open Innovation. Ja, tatsächlich. Also hier sind wir Vorreiter. Wir wissen das. Wir waren unlängst bei einer Konferenz in Amsterdam, wo wir unser Projekt vorgestellt haben. Das hat ein großes Interesse nach sich gezogen. Wir werden jetzt von vielen europäischen Forschungseinrichtungen, aber auch von Governmental-Einrichtungen kontaktiert, um mit ihnen unsere Erfahrungen zu teilen.